Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute von Noah Fries, so heißt auf Twitch, eingesendet das hier, eine Mall of Joseph. In diesem Fall mit PH geschrieben, mein Josef-Name wird ja mit F geschrieben, das weiß man doch, oder? Das kreative Einkaufszentrum nennt er das Ganze. Willkommen in Folge 128 und er schreibt: Hallo, dies ist meine zweite Einsendung. Dieses Mal wurde es ein Einkaufszentrum. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr Tipps und Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Habe ich schon was von Noah Fries vorgestellt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es nicht. So, ja, wunderbar. Wir haben nochmal ein Book. Ist da schon was drin geschrieben? Ja. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, es ist noch nicht alles abgespeichert in diesem Ding hier. Süß. Ist immer sweet, wenn das passiert. Okay, zack, 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 zack. Können wir uns die Sachen hier reinnehmen. Süß. Ein Euro-Manager-Schlüssel. Das ist nicht ganz so Ende. Du hättest die Items unterschiedlich nennen müssen, aber ist nicht, ist egal, ist okay. So, alles klar. Alles klar. Gut, los geht's, Leute. Wir haben eine Sicherheitskarte, wir haben Geld. Es gibt wohl 1 Euro, es gibt 50 Cent, das ist noch weniger. Und 5 Euro-Karten. Wir haben einen Manager-Schlüssel und Sicherheitskarte. Das brauchen wir gerade nicht. Los geht's. Wir haben ein Pferdchen. Und wir reiten da mal zum Einkaufszentrum. Sehr cool gemacht, wie so eine Art Autobahnschild, dass man von Weitem sieht, was hier genau passiert. Es ist Tag und es gibt auch Parkhaus, also Custom Models und so, sieht natürlich toll aus. Einbahnstraße, richtige Straßenverkehrsregeln, da pocht doch bei mir gleich das Herzchen ein bisschen höher. Das hier scheint eine Art Busbahnhof zu sein. Gut, dann fahren wir mal in das Parkhaus rein. Einen kleinen Schrank haben wir hier, wir haben einen Parkschein unbezahlt und wir haben Parking Zone. Das ist, glaube ich, ein bisschen inspiriert von der Redstone World. Finde ich cool, wenn ich Ideen, die ich mal irgendwo habe, irgendwo anders sehe und sehe, dass ihr offensichtlich euch auch inspirieren habt lassen können. Mit der Sicherheitskarte kommen wir hier hin und dort können wir das Licht steuern. Was ist mit der Sicherheitskarte los? Kriege ich die wieder zurück? Nö, einmal nur. Was? Wie? Ich kriege die nicht zurück? No. Wie? Wie jetzt? Doch, ich hätte sie zurückkriegen müssen, aber das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Ja, okay. Minecrafts Logik. Wir müssen nochmal gucken, dass man vielleicht die hätte besser spenden können. Cool. Cool gemacht. Okay, das... Aha, ich wollte gerade sagen, das hier ist genau der Besucherbereich. A, B. Warum haben wir A und B? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach so, weil wegen Parkzone A und B. Ich verstehe, dann kann man sich das merken. Wo steht denn unser Pony? Da steht's. Warum sind hier Lampen? Keine Ahnung. Gut, wir merken uns mal, wir stehen in Block A. Hier sind Einkaufswagen. Süß. Und Parkscheinautomat. Das heißt, hier können wir Parkticket und 5 Euro einlegen, um das zu bezahlen. Okay, es kostet immer gleich viel, deshalb ist es egal, wann ihr es bezahlt. Wir können es ja jetzt mal kurz bezahlen, damit wir es abhaken können. Also zack und zack. Sehr schön. Bezahltes Parkticket. Wir gucken mal ganz kurz. Pony lassen wir stehen. Auto schenke ich dem Kaufhaus. Meinen mache ich im echten Leben ja auch. Ah, hier ist die Ausfahrt. Okay, man möge den Schildern Folge leisten und kann hier ausfahren. Okay, jetzt haben wir es dann mal geschafft und kommen nach oben. Hier sind wir jetzt in der Lobby des Einkaufszentrums. Hier vorne ist der Busbahnhof. Schöne Detailarbeit. Sehr cool gemacht, der Bus. Schönes Busdesign. Auch hier mit den toten Schädelköpfen drauf als Außenspiegel. Und bitte alle einsteigen. Ja, ja. Während der Fahrt bitte sitzen bleiben. Schön, schön. Gefällt mir gut. Hübsch gemacht. Es gibt sogar. Oh, es gibt ein. Oh, lol. Es gibt einen Gaumenschmaus. Süß. Das Logo hast du aber geklaut. Ist nicht schlimm, oder? Ja, heute kein Gaumenschmaus. Schade. Was haben wir hier Schönes? Jede x-beliebige Eisdiele, sehr schön. Heute auch kein Eis. Fein, schöne Detailarbeit, gefällt mir gut. Und es gibt sogar ein richtiges Logo, das finde ich noch besser. Das ist aber mit PNG-Dateien bearbeitet, deshalb haben wir hier halbdurchlässig, haben wir das Ganze halbdurchlässig, auch witzig. Gut, Parkhaus ist hier. Vielleicht noch eine Beschreibung, wo A und B ist, damit man sich nicht verläuft. Kleiner Tipp, Rolltreppe. Aber die funktioniert, ne? Was? Nochmal. Oh, das ist ja mal ein geiles Design für eine Rolltreppe, wenn ich das mal so eben feststellen darf. Oh, das ist ein cooles Design für eine Rolltreppe. Das kannte ich noch gar nicht, das Design.
Sehr schön. Schön, sehr schön gemacht. Okay, und dann gibt es hier eben halt in der Mall verschiedene kleine Läden. Dann lass uns mal gucken. Fangen wir gleich hier an. Es gibt einen Flower Power Laden, einen kleinen wunderschönen Blumenladen. Hier hat man die Möglichkeit für 50 Cent ein wenig Pilze zu kaufen, die man dann seiner liebsten holden Maid schenken kann. Schatz, guck mal, ich hab eine Blume für dich, ein Fliegenpilz, weil du bist doch auch immer so giftig, dass ich dir. Ah! Schatz, was hast du denn dagegen? So ein schöner Pilz. Ne? Kennt ihr doch. Wer kennt's nicht? Ich kenn's. MC Donalds haben wir hier. Das ist MC Donalds, das ist der DJ des 21. Jahrhunderts. Bitte die Artikel einzeln bezahlen. Die Zubereitung kann einen Moment dauern. Schön, sieht gut aus. Oh Gott. Dadurch, dass es so verpixelt ist, können wir noch nicht mal urheberrechte Sachen hier. Okay. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Ich hätte gerne ein Happy Meal mit Chicken Nuggets, Pommes, Ketchup, einer Cola mit Strohhalm ohne Eis zum Hieressen. Ich möchte gerne Servietten dazu haben. Und ja, doch. Und ich möchte das Spielzeug A haben. Geschafft, ohne Gegenkragen. Möchten Sie mit Karte zahlen? Ah, okay, sehr schön. Was haben wir? Burger Bon. Okay, Burger Bon. Achso, wir kriegen Bon. Okay, wie? Was? Nein? Wie bezahle ich denn? Ja, wie denn? Werfe ich das hier hin? Ja, okay. Und wie teuer? Ist ein 1x1, ne? Das ist schnell mal sparen. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich habe einen Burger, einen Hamburger. Okay, ich habe einen Hamburger bestellt, ohne Soße, ohne Gurke, ohne Brot, ohne Käse. Sehr schön. Okay, hat nichts mit dem Hamburger zu tun. Doch, in Wirklichkeit wird da Trimax geröstet. So, Elektromarkt. Was gibt es denn hier in diesem Elektrofachmarkt? Wie wir sehen, Wecker. Das geht mir total auf den Wecker. Natürlich schön sicher das Ganze gemacht. Hier sieht mir so ein bisschen wie so ein Apple Store aus von der Einrichtung her, ne? So. Was haben wir Schönes? Wir haben WC. Und bitte 50 Cent. Nein, nein, nein. Ist ja gut, komm hier, nimm 5 Euro. Nimm 5 Euro, ich gebe mal heute ein bisschen Trinkgeld. Wie? Du lässt mich nicht rein. Okay, 50 Cent. Bitteschön. WC. Dankeschön. Finde ich cool gemacht. Saubere Toilette. Oh. Okay. Ich wusste nicht, dass man Bambus dafür auch verwenden kann. Aber ich muss mal gerade sagen, designtechnisch sieht das ultra realistisch aus, wenn man. Oh, das ist. Nein! Wisst ihr, woran ich gerade denke, Leute? Wisst ihr, woran ich gerade denke? Wisst ihr, woran ich gerade denke? Bist du in Minecraft? Ihr werdet mich jetzt hassen, was? Ihr werdet mich jetzt für das, was passiert, hassen. Bist du in Minecraft? Machst du die Toilette sauber? Hast dann hier dein Bambusstäbchen, mit dem du die Toilette sauber gemacht hast? Und komm hier, nimm das Stäbchen und Minecraft, nein! Was ist, was, was ist? Nein, nein, dieses Spiel, dieses Spiel. Böses Spiel, böses Spiel, böses Spiel. Komm, hier, da. Du bist ein Panda-Technik, Technik-Panda. Technik-Panda, Technik-Panda, Technik-Panda. Geh in die Technik. Panda. Ah, Petrizia. Böse Petrizia. Okay, keiner hat was gesehen. Also, wir haben weitere Toilette, wir haben Binnentoilette, wir haben Binnentoilette. Das ist eigentlich falsch. Das ist eine barrierefreie Toilette. So, wir wollen ja es richtig sagen hier. Und wir haben ein WC. Wir haben Lotto. Ja, dann lass uns mal Lotto spielen. Aktueller Jackpot, 28 Millionen. Wer es glaubt. Deutsche Post und ja, finde ich witzig. Finde ich auch sehr, sehr geiles Detail, weil irgendwie gefühlt bei jeder deutschen Poststelle so ein Lotto-Dings auch ist. Sehr nice gemacht. Mega. Richtig nice. Ein Lotto los kostet 1 Euro. Okay, lass mal 1 Euro einwerfen. Zack. Okay, und Niete. So, bin pleite. 5 Euro. Ein Paket. Alles Nieten. Guck dir an, alles Nieten. Ich habe einen Jackpot. Kriege ich jetzt 25 Millionen? Kriege ich jetzt 25 Millionen? Kriege ich jetzt 25 Millionen? Das wäre geil.
Ey, ich hab mein... Alter! Ich hab meinen Jackpot doch hier reingeworfen. Okay, 25 Millionen. Das könnte noch ein bisschen dauern, Leute. Ich hol das Geld später ab. So. Gemüsekiste. Habt ihr es bald mal? Hier ist die Gemüsekiste. Sehr schön. Ah, oh, süß. Beeren. Okay, ich finde das super, super krass gemacht, ne? Wie gut das gemacht ist. Was kosten die Beeren? Keine Ahnung. Nimm mein Geld. Shut up and take my money. Ah, Leute, man kann nämlich hier dann. Oh, lol. Diese Knöpfe. Man kann die Knöpfe drücken und dann wählt man quasi aus, was man bekommt. Sehr cool. Okay, ist ja gut. Alter, der zahlt mir wirklich hier 23 Millionen aus. Ey, mach den scheiß Notenblock aus. Entschuldigung. Entschuldigt die bösen Worte hier. Weihnachtsüberraschung. Okay, hier kann man sich Weihnachtsüberraschung geschlossen kaufen. Es ist wirtschaftlich gesehen ein ziemlich doofer Laden, weil der nur einmal pro Jahr gut funktioniert. Allerdings, wenn dieser Laden sich natürlich an dem YouTube-CPM von Weihnachten gönnt, dann ist das doch ein gutes Geschäftsmodell. Zufällige Geschenkkarte. Okay. Wie teuer denn? Oh. Das Einkaufszentrum schließt in Kürze. Nö. Aber finde ich cool, dass es dafür auch noch eine Information gibt. Ja, wie teuer denn, junger Herr? 5 Euro. Okay, 5 Euro kriegst du hier. Achso, Geschenk habe ich schon bekommen. Das ging aber schnell. Supi. Zufälliges Geschenk. So, entschuldigt den kurzen Cut. Mein Geld. Da kommt immer noch Geld raus. Ich glaube, man bekommt hier wirklich einen Jackpot ausgeschüttet. Ich glaube wirklich, das sind 25 Millionen, die man da bekommt. Ich glaube einfach aus Witz, ich hätte es gemacht. Sehr, sehr, sehr schön. Also die Einsendung gefällt mir gerade richtig gut, Leute, ne? Ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Birkenkaffee. Ja, Kaffee kriege ich gerne. Kaffee nehme ich gerne. Was kostet hier? Möchten Sie trinken und essen? Ja. Kriege ich wohl nicht, ne? Okay, hier ist das nur so Show. Okay, verstehe, verstehe. The Jokecraft Merchandise Shop. Oh, lol, 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 lol. Oh, nice. Oh, wie geil ist das denn bitte? Oh, nice. 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 Ja, Mann. Die habe ich, ne? Warte mal, ich kann ja gucken, was ich habe. Das habe ich mir. Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich nicht. Die habe ich auch nicht. Den habe ich. Den habe ich. Ist das die Cappy? Die Cappy habe ich auch, allerdings in Rot. Den habe ich, wie gesagt, nicht. Ansonsten habe ich ja fast alles in meinem Shirt. Ich muss mir auch immer meine eigenen Produkte selbst kaufen. Ja, ist ja Special. Aber ich überlege, ob ich das bald mal ändere, Leute. Einfach, warum? Ich überlege, ob ich auf Dauer einen anderen Merch-Anbieter nehme, der es auch ermöglicht, Autogrammkarten dem Merch beizusteuern. Das machen ja viele YouTuber, die haben noch zusätzlich zu den Merch-Produkten Autogrammkarten. Und ich bin so ein bisschen gerade da am Verhandeln mit den richtigen Partnern. So. Hallo. Nice. Nice. Witziges Detail. Absolut witziges Detail. So. Nur für Mitarbeiter. Süß, süß, süß. Wenn ihr was aus meinem Merch-Shop haben möchtet, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Aber bitte auch nur, wenn es sein muss, Leute. Ihr müsst kein Merch holen, okay? Und wie gesagt, wartet sonst vielleicht noch mal ein bisschen, wenn es bald einen anderen Merch-Shop gibt, bei dem ihr noch die Möglichkeit habt, eine Autogrammkarte abzustauben. Erzähle ich euch jetzt hier. Ne? So, Conference Room. Verstehe. Oh, das alte Bild von Janus noch. Das ist noch aus seinem ersten Intro. Managar-Büro. Wer ist ein Managar? Oh, hier sind Bilder. Hier sind komische Bilder. Hier ist ein bisschen was schiefgegangen in der Texturierung der Bilder. Nur zur Sicherheit. Hat keiner gesehen. So. Stopp, da ist was. Ah, Projektor, ich verstehe. Janus ist hier der heimliche Geschäftsmann, hier der Aktionär. Ist das die Sekretärin? Willkommen, Chef. Ja, hi. Ja, Chef. Hey. Cool, es gibt hier sogar einen kleinen Garten-Outdoor-Bereich. Das ist die Spielwiese für Kinder. Ich verstehe, so eine Art kleinen Spielplatz. Junge, es ist an alles gedacht worden bei dem Ding hier.
LOL, ja, nein, das gibt's nicht. Und genau in dem Moment kommt Janus auch noch in den Stream. LOL. Also während ich hier das gerade aufnehme, liebe Leute, solltet ihr wissen, können auch Leute das live zugucken. Und rate mal, wer zufälligerweise jetzt gerade im Stream dabei ist. Ja, nice. Ja, nice. Zufälle. Es gibt immer wieder lustige Zufälle. Hallo, Janus. Ja, wie du siehst, habe ich dein heimliches Nebengewerbe gefunden. Was haben wir noch? Wir haben eine Tierhandlung. Oh, jetzt ist ernst. Süß. Hier kann man sich kleine Tiere holen. Ein Aquarium wird es noch. Und es gibt viele kleine Vögels. Aber hier kann ich auch nichts kaufen. Ne? Okay, das ist auch so ein bisschen Show. Ich glaube, unten waren die Sachen, wo man wirklich Sachen kaufen kann. Hier oben ist so ein bisschen Show. Hier oben ist noch eine Bücherei mit eingebaut. Ja, nee. Aber stopp, sind die geschriebene Bücher? Nee, sind verzaubertere Bücher und so. Die Bücherei. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wie kann ich Ihnen helfen? Boah, es ist super gut gemacht, also das ganze Einkaufszentrum. Ja. Oh my goodness. Oh my goodness. Sehr geil. Okay, Leute, ich glaube, wir haben alles gesehen. Ja, da gehört natürlich ein bisschen Technik noch dazu, aber größtenteils sind Sachen über Command-Blöcke gelöst. Stopp, hier ist noch ein Fahrstuhl. Das müssen wir ganz kurz eben kontrollieren. Ah, da ist noch ein Personal. Manager-Schlüssel. Ich glaube, das ist der Manager-Schlüssel, oder? Nein. Ich cheate mich mal durch die Tür. Mal gucken, wo es hinführt. Ich weiß nicht, ob mein Gewinn schon ausgezahlt ist. Wir können ja gleich zum Ende des Videos mal gucken, ob mein Gewinn ausgezahlt ist. So, wir haben einen PIN-Code. Ist mir nö. Ich und PIN-Code. Und da haben wir die Einnahmen. Hoho. Okay, apropos Einnahmen. Ist mein Gewinn denn schon bereits ausgezahlt worden? Ja, sieht's an, liebe Leute. Mehrere Millionen haben wir gemacht heute in diesem Video. Das ist doch wunderbar. Die Joseph Mall. Großartig. Beste Einkaufsmall, die ich bis jetzt in Minecraft vorgestellt habe. Großes Vergnügen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.